Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Weltenbau-Video hier wieder. Ja, diesmal ist der Campingplatz dran. Das hatte sich ja eine Zuschauerin, ich glaube Karin Füller, ich weiß es jetzt gerade nicht, tut mir leid, hatte sich das als Grundstück gewünscht und das fand ich auch eine super gute Idee. Und ja, es ist nur gar nicht so einfach, aufgebaute Zelte auf ein Gemeinschaftsgrundstück zu bekommen. Das war nämlich so, dass man zuerst, man kann die Zelte, wenn die im Paket sind, wenn man sie kauft und dann platziert, dann sind sie ja in einem Paket. Und man kann die nicht einfach mit einem Sim auf ein Gemeinschaftsgrundstück gehen und dann sagen so, ja, bitte auspacken, oder man kann auch nicht draufklicken mit Shift und Steuerung. Das geht alles nicht. Sondern ich musste die Zelte platzieren. Dann musste ich, als das Grundstück ein Gemeinschaftsgrundstück war, dann musste ich das ganze Grundstück zu einem Wohngrundstück konvertieren, also umwandeln. Dann musste ich da Sims einziehen lassen, die mussten die Zelte öffnen und dann musste ich das ganze Grundstück wieder, also die Sims ausziehen lassen, die geöffneten Zelte da stehen lassen und dann musste ich das gesamte Grundstück wieder zu einem Gemeinschaftsgrundstück machen. Das hier ist jetzt ein kleiner Park und hier, also ihr seht, dass ich habe die Bodenfliesen verlegt, den Teppich ist es ja hier eigentlich, aber ich habe das verlegt, weil dann bleibt das Gelände unter den Bodenfliesen auf jeden Fall gerade. Und das ist ja, da das an den Bergen ist direkt, deshalb heißt das auch Camping am Berg, habe ich mir gedacht, dass das ganz gut so ist, wenn das ebenerdig ist. Und ja, dann gibt es hier, wie gesagt, es gibt die Zelte und dann gibt es noch ein Häuschen, so ein, ja, das ist das, da ist die Kochecke und da sind die Toiletten und die Duschen. Aber ansonsten gibt es nur noch eine Feuerstelle und das war's. Und ich glaube, ich habe hier zwei unterschiedliche Wandbeläge platziert. Ich weiß es nicht so genau. Eigentlich sehen die ganz gleich aus. Man kann es schwer erkennen. Aber ja, ich glaube, die Wandbeläge sind aus dem Grundspiel. Den Zaun ändere ich gleich noch um, weil das mit den Säulen nicht so gut ging. Für den braucht ihr Studentenleben, weil der ist halt super praktisch, weil da die Säulen schon integriert sind. Dann sind die unteren Gebäude die Toiletten und die oberen Gebäude, also die mit den kleinen Extraräumchen, das werden die Duschen. Denn im normalen Grundspiel ist es ja nicht so, oder auch es kam, glaube ich, erst mit dem Store so eine öffentliche Dusche, dass man da dann im Bikini duscht und die anderen Sims das nicht stört. Das finde ich ziemlich doof. Das ist leider nur mit dem Store und ich will ja diese Welt frei von Store-Inhalten und Custom-Content lassen, weil, ja, das ist ja blöd, wenn Leute das nicht haben und das dann fehlt. Deshalb, ja, habe ich dann die billigen Duschen genommen und hier kommt dann so eine kleine Essbereich hin, so ein bisschen wie bei dem Basislager in Ägypten, also ein Kühlschrank, drei Theken, ein Waschbecken, Mülleimer, ein Herd kann man ja nicht platzieren auf dem Gemeinschaftsgrundstück, obwohl ich auch noch nie ausprobiert habe, das einfach zu platzieren auf einem Wohngrundstück und dann das Grundstück umzuwandeln. Das muss ich mal ausprobieren, aber wahrscheinlich würde dann trotzdem nicht funktionieren. Genau, hier kommt eine Recyclingtonne hin und ein normaler Stadtmülleimer und dann noch so ein kleines Pflänzchen. Für dieses Pflänzchen braucht ihr einfach tierisch, für die Recyclingtonne glaube ich Jahreszeiten. Ich meine, die kam mit Jahreszeiten. Dann habe ich hier noch so ein bisschen Deko platziert. Und das Waschbecken und den Rest. Ich glaube, die Theke ist eine Traumkarrierentheke, aber ich bin mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja, dann kommen hier die einfachen Bistrotische und die einfachen Stühle hin. Die habe ich dann noch ein bisschen schön gemacht mit Fliesen passend zu den Terrakotta-Fliesen auf dem Boden. Und dann werden das Holzstühle. Und ich habe das alles so ein bisschen durcheinander gemacht, aber man sollte eigentlich dann trotzdem irgendwie so halbwegs eine
Ordnung in diesem Grundstücksplan erkennen. Für die kleinen Tischlämpchen braucht ihr Late Night, für die Outdoor-Lampen glaube ich, die sind Grundspiellampen. Dann kommen hier genau die öffentlichen Toiletten hin, bei den Männern noch ein Stehklo und ja, dann kommen hier die einfachen Spiegel, die Handtrockner, für die ihr wieder Late Night braucht. Dann wollte ich hier die Toiletten noch so ein bisschen gebrauchter aussehen lassen und generell die ganze Ausstattung hier so ein ganz bisschen used Look, weil das halt ein Campingplatz ist. Ich meine, man muss bei Sims gibt es eigentlich keinen Campingplatz als Grundstück. Deshalb kann man da auch leider nichts zahlen für. Das ist sozusagen eigentlich kostenloses Leben für Sims. Das ist bestimmt ganz gut, wenn man vorhat, eine Runaway Teen Challenge in dieser Welt zu spielen irgendwann, wenn sie dann mal fertig ist. Ich merke gerade, meine Stimme ist ein wenig belegt. Ja, dann habe ich hier die Türen gemacht und da kommen dann die Duschen rein. Ich habe das Grundstück auch Spiele getestet, weil hier wollten die Duschen sich einfach nicht platzieren lassen und ich habe keine Ahnung, wieso. Mit einer anderen Dusche ging's und dann dachte ich, ach ja, ich mache das einfach mit Move Objects. Aber dann war ich mir eben nicht ganz so sicher, ob das dann überhaupt platzierbar ist, ob das dann benutzbar ist oder nicht, aber wie gesagt, ich hab's getestet mit einem Sim, der ist in jede Dusche, also es war nur ein weiblicher Sim, aber wenn es in den weiblichen Duschen passt, dann sollte es ja auch in den männlichen Duschen funktionieren. Und die Tische sind auch benutzbar, die Feuerstelle auch und man kann in jedes Zelt reingehen, das habe ich extra am Ende noch ausprobiert. Hier dachte ich zuerst, wäre es ganz cool, wenn man hier irgendwie einen Schrank reinmacht, eine Kommode, aber das ist eigentlich unlogisch, weil nirgendwo in einer öffentlichen Dusche sind Kommoden, deshalb habe ich da dann die Spinde platziert. Jetzt färbe ich hier die Zelte ein. Für die Zelte braucht ihr Reiseabenteuer, denn die kamen mit Reiseabenteuer. Es gibt auch ein Zelt, das kam mit Inselparadies. Aber die großen Zelte, die kamen mit Reiseabenteuer. Die kleinen Zelte könnte man, wie gesagt, zur Not, wenn man Reiseabenteuer nicht hat, auch noch irgendwie ersetzen durch die Inselparadies-Zelte. Dann habe ich die Zelte so ein bisschen schöner hingestellt und dann die richtigen Bäume gesucht, die hier auch drumherum wachsen und dann alles so ein bisschen passend in die Landschaft pflanzlich dekoriert, also dass das nicht so kahl aussieht, sondern ich habe wirklich viel Grün hingepflanzt, hingestellt, was auch immer. Es sieht am Ende auch sehr hübsch aus, also es ist wirklich sehr, sehr, sehr grün geworden. Die Bodenfliesen habe ich dann, glaube ich, zuletzt entfernt, kurz bevor ich dann eben den Geländeanstrich gemacht habe. Meine Güte, ich habe gerade wieder Wortfindungsstörungen. Auf jeden Fall ist das Grundstück am Ende des Videos noch nicht das ganz fertige, weil mir ist dann eingefallen, dass ich noch ein paar Sachen vergessen habe. Ich wollte nämlich eigentlich auch noch zwischen die Toiletten, da ist ja dieser Gang dazwischen, da wollte ich ganz gerne noch einen Bodenbelag hinmachen, den habe ich natürlich vergessen. Und dann hatte ich noch ein paar andere kleine Sachen vergessen, die mir dann aber erst im Nachhinein aufgefallen sind. Hier kommen neben die Zelte auch noch ein paar Stühle. Einfach damit man, wenn man abends vielleicht irgendwo sitzen will, auch da sitzen kann, damit man irgendwie mal so ein bisschen für sich selbst sein kann, wenn man das möchte. Und dieser Steilhang hier, dieser kleine, den habe ich mit Pflanzen zugepflanzt, damit das einfach schöner aussieht, weil so ein kahler Hang und mit so einer starken, harten Kante, die ich ja dann auch nicht mehr verändert habe, das hat mir nicht so gut gefallen. Dann dachte ich, okay, dann mache ich hier schön Steine und Gebüsch hin, dann sieht das nicht ganz so komisch aus, halt einfach so künstlich und so sieht es halt aus, als würde da super viel Kram rumwachsen. Dann habe ich hier noch ein bisschen das Große von den kleinen Zelten abgetrennt, dass die Sims dann da einfach auch so ein bisschen Privatsphäre haben. Dann habe ich jetzt hier den Bodenbelag entfernt und dann noch angemalt. Und ich habe diesmal auch auf diesem Grundstück keine Zuchtstationen platziert, sondern nur drei Pflanzen, glaube ich. Also das konntet ihr ja sehen, einen Baum und zwei So-Pflanzen.
Die sind auch benutzbar. Also ich habe es jetzt nicht bei allen ausprobiert, bei allen Pflanzen, aber bei einer, zu dem Baum kommen die Sims auf jeden Fall. Zum Rest habe ich sie nicht ausprobiert. Aber die kommen auch auf jeden Fall den Abhang hoch, also den Hang hoch. Das ist alles gar kein Problem. Das habe ich, wie gesagt, alles extra ausprobiert. Den Sim in jedes einzelne Zelt geschickt zum Entspannen. Und wenn das Entspannen geht, dann geht ja auch das Schlafen. Ja, und dann habe ich hier, wie gesagt, alles schön gemalt, dann so kleine Wege gemacht, dass das halt einfach ein bisschen Struktur bekommt, das Grundstück. Und ja, dann ist das Grundstück hier auch schon fast fertig. Als nächstes kommt dann wieder ein Wohngrundstück und ich hoffe natürlich, dass euch dieses Grundstück hier gefallen hat. Ich finde es immer schön, Grundstücke zu machen, die nicht ganz so die Standardgrundstücke sind. Schade ist natürlich, dass man das nicht wie ein Ressort benutzen kann und sich anmelden kann. Das wäre cool, wenn das gehen würde bei dem Campingplatz. Und ja, dann kommen jetzt gleich die Screenshots. Ich hoffe, euch hat die Musik gefallen und ich hoffe, euch hat dieses Grundstück hier gefallen. Und ja, dann sehen wir uns in einem neuen Video. Tschüss!